Moin Leute, hier ist wieder euer Surprise und wir machen heute ein weiteres FIFA-Video, nämlich wir werden heute ein Draft machen. Ich habe dafür mir schon ein Draft-Token besorgt und ich würde sagen, wir starten auch schon hier direkt in das Draft rein. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal auf Profi, weil ja, ich bin jetzt nicht so schlecht. Okay Leute, hier sehen wir auch schon unsere Aufstellungen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Draft hier bei uns aussehen wird. Und ich finde eigentlich die 4-2-2-2 Formation wirklich gar nicht so schlecht. Deswegen würde ich sagen, die nehmen wir auf jeden Fall, Leute. Und wir starten rein mit Pele, Leute. Pele hier als... Oh nein, aber den können wir nicht benutzen. Nein, wir können Pele nicht benutzen. Okay, Leute. Ah, das tut natürlich weh. Das ist natürlich schade, aber wir müssen leider Pele weggeben. Wir starten direkt in die zweite Karte rein. Oh, oh, ja. Oh, okay. Das sieht sehr, sehr schön aus, Leute. Ich würde nehmen auf jeden Fall Salah, weil ich gehe nämlich sehr, sehr gerne, und das ja, wisst ihr bestimmt schon, mit Premier League. Und deswegen nehme ich auf jeden Fall Salah mit. Ja, nehmen wir einfach 85er mit. Den packen wir eh raus. Den packen wir eh auf die Ersatzbank. Okay, Leute. Kante und PT. Woo! Okay, Leute. Jetzt ist die Frage. Ja, ja, doch. Touré nehmen wir hier mit, Leute. 89er. Schmeckt auf jeden Fall. Okay, Leute. Oh, Casemiro. Wow, okay, Leute, das ist sehr, sehr nice. Das schmeckt auf jeden Fall. Okay, Leute, weiter geht's. Ah, okay, okay, okay. Sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Mount würde ich tatsächlich jetzt mitnehmen, weil der auf der Premier League ist. Okay, Leute, wir versuchen alles aus, Premier League zu machen. Ja, da gehen wir auf den Rating, den packen wir eh auf die Ersatzbank. GG auf jeden Fall. Okay, Leute, weiter geht's mit Zanetti. Uff. Uff. Wen nehmen wir da jetzt mit? Schwierig, Leute, aber ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall Zanetti mit, weil 92er schmeckt. Okay, Leute, weiter geht's. Oh, Van Dijk, er passt perfekt. Er passt wirklich perfekt, Leute. Weiter geht's. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier noch auf jeden Fall kommt. Okay, 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 okay. Ja, ja. Schwierig, aber ich glaube, wir nehmen den hier tatsächlich mit, Leute. Weiter geht's, Torwart. Chesney, ja. Ja, aber ist nicht so nice. Deswegen müssen wir leider den 82er mitnehmen. Okay, Leute, weiter geht's. Wir gehen auf die Ersatzbank. Ich bin sehr gespannt, was hier noch kommt. Messi! Anker Messi, Anker Messi! Woo! Messi schmeckt. Aber. Wobei, nein, da gibt es gar kein Aber. Nämlich den anderen aus der Premier League können wir so oder so nicht einsetzen. Deswegen nehmen wir Anker Messi mit. Havertz nehmen wir hier mit. Und der passt auch sehr, sehr nice rein. Für diese drei Chemiepunkte hier. Weiter geht's, Leute. Messi hat auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geschmeckt für die Ersatzbank. Ja, okay, das ist wieder, ja. So sage ich jetzt mal nichts. 81er, aber no problemo. Weiter geht's. Ja, doch. Gerne den Modric. Den nehme ich gerne mit, Leute. Bis jetzt auf jeden Fall Bernardo Silva. Dankeschön. Dankeschön. 92er Bernardo Silva. Leute, das ist krank. Das ist wirklich krank. Anthony. Aber der bringt uns jetzt nicht so viel. Aber egal. Nehmen wir trotzdem mit, Leute.
Okay, 88er hier nehmen wir definitiv mit. Was bräuchten wir denn hier noch? Ja, wenn wir ZIV bräuchten wir einen besseren. Und auf jeden Fall Torwart bräuchten wir einen besseren. Das sind unsere beiden Ziele, Leute. Der LV sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ja, da gehen wir eh wieder mit Rating. Ja, können wir hier auch aus der Premier League mitnehmen, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schwierig. Walker. Okay, Leute. Kurz husten. Kritisch auf jeden Fall bis jetzt. Nein. Aber doch. Ja, schon irgendwie. Plus 3 nimmt man auf jeden Fall noch mal gerne mit. Und jetzt der Torwart. Jetzt muss da irgendwas Gutes rauskommen. Bitte, bitte, bitte. Irgendwas Gutes. Nein, das ist nicht gut. Ja, wobei, Leute. 84er Torwart nimmt man trotzdem lieber mit als so ein 82er Torwart. Ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, ich stell mal eben kurz hier um. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute. Da sind wir. Ich musste kurz hier die ganze Audio ausmachen. Aber wir legen los in das Spiel. Wir stehen auf jeden Fall kurz auf Defensiv. Und ich würde sagen, wir legen hier direkt los. Oh, wir haben den Ball noch. Sehr, sehr gut. Okay, Leute. Ich muss kurz hier meine Taktik auspacken, weil ich habe da... Ja, schade, Leute. Aber erster Schuss war schon mal nicht schlecht. War schon mal nicht schlecht, Leute. Weiter geht's hier. Ich muss wirklich sagen, Salah und Eto'o, oder ich weiß jetzt gerade nicht, wie der ausgesprochen wird, Sri, aber der schmeckt auf jeden Fall. Ah, hätte ich früher den Trick machen müssen, aber no problem. Okay, Leute, bis jetzt sehr, sehr gut auf jeden Fall. Okay, und mein Gegner wartet, er wartet. Oh, shit. Alles gut bis jetzt. Keine Probleme hier. Martin ist guter Torwart. Guter Torwart. Okay. Eto'o, da seht ihr den nochmal. Spieler im Fokus auf jeden Fall. Oh! Ganz frech. Nein! Ich hätte ihn früher machen müssen. Ah, schade, Leute. Na, Mann. Okay. Der kommt hier nicht vorbei. Er hat mich ausgetrickst. Ja, nein. Sehr gut gemacht, Martin. Sehr gut gemacht. Also wenn der eine Special Card hätte, würde ich mir den wahrscheinlich sogar kaufen. Okay, Leute. Gutes Spiel. Nein, ich hätte passen müssen. Oh, was mache ich hier? Ja. Okay. Nein! So knapp, Leute. Mensch, egal, weiter geht's. Oh, was war das denn? Ich wollte einen Powerschuss machen. Kann er den? Ja, okay. War nicht schlecht, Leute, war nicht schlecht. Seid mal ganz ehrlich hier. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommis, ob ich noch mehr Drafts machen soll. Und jetzt geht's hier richtig los. Okay, Mann. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen offensiver hier einstellen. Das ist mir hier zu defensiv. Also, die laufen alle hier nicht mit. Die bleiben da hinten stehen, wie so Ölgötzen. Egal. Okay, Leute, weiter geht's.
Ja, der Trickser. Jawohl! Silva, Bernardo Silva. Und? Nein! Mann! Mann! Jawohl, schöner Pass. Schöner Pass. Schöner Pass. Und schöner Schuss. Jawohl! Mit dem Powerschuss. Mohamed Salah. 92er Stürmer. Nimmt man gerne mit. Gar kein Problem für den Menschen. Boah! Wenn man so einen Real Life macht, hat man Leben durchgespielt. Okay, Leute. Weiter geht's. Bis jetzt. Ja, der Trick war ein bisschen nicht so gut. Bernardo Silva! Schade, Leute, schade. Okay, muss ich den Schützen wechseln? Nee, eigentlich nicht. Oh, wow! Machte ganz viel Druck. Mann! Okay, schade. Okay, okay, okay. Ja. Ja, Touré traue ich dir das zu. Okay. Und BAM! Ich glaube, ich darf nicht zu viele Powerschüsse machen, das wird nichts. Das bringt mir nicht so viel, Leute. Okay. Also wenn ihr euch fragt, wie mein Gameplay ist, so. Fragt mich nicht warum. Okay, weiter geht's. Okay, okay, okay. Jawohl, da macht er das hier. Da macht er das. Der war das Zoomer. Zoomer. Ich glaube 80er Zoomer oder so. 80er besser als 92 oder 90er Zenity. Chillig auf jeden Fall. Okay. Ja. Mann. Lauf doch nicht dahin. Schicken, schicken. Jawohl, jawohl. Nein, hä, Elva. Okay, oder auch nicht. Was war das? Mann, der Torwart ist auf jeden Fall. Hä? Einfach besser als alle. Besser als ganze Mannschaft. Besser als ganze Mannschaft. Hä? Was? Hä? Was war das? Was ist los? Achso, okay. Ja, ich hab den aus Versehen umgebucht. Kannst du. Mann! Ich muss auf jeden Fall noch an meiner Defensive arbeiten, Leute. Aber bis jetzt. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, huh. Martinez, bester Mann. Sag ich euch ganz ehrlich. Okay. Sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Also wir führen nur 1-0. Aber Hauptsache, man gewinnt. Okay. Ja. Gute Defensive. Mann, und dann kommt sowas. Was ist das für ein Pass? Ja, okay. Okay, Leute, erste Halbzeit ist um. Bis jetzt 1-0, aber ich habe mich doch zurückgehalten, Leute. Ich habe mich doch zurückgehalten. Denn jetzt wird hier ganz krank gespielt. Mit sehr offensiv. Ich will hier ganz viele Tore sehen. Ganz, ganz viele Tore. Natürlich nur für mich, ne? Das ist logisch, das ist logisch. Okay, ja. Natürlich ist unsere Defensive jetzt ein bisschen geschwächt, muss man dazu sagen. Aber gar kein Problem. Oh, oh nein! Pfosten! Mit dem L2-Schuss-Pfosten. Was ist das? Es war so ein perfektes Gameplay. Hops genommen und dann wäre das Tor perfekt gewesen, aber nein. Er trifft den Posten. Er trifft den Posten. Was war das? Hä?
Wer war das? Ich will es nicht wissen. Oh, perfekter Doppelpass. Und jetzt. Ja, okay. Ich muss den ganzen Zeit hier den Schützen wechseln. Jetzt zieh durch. Zieh durch! Oh. Er geht davon weg vorbei. Als hätte der Ball Stacheln oder so. Okay. Mann. Jawohl. Sehr gut, Van Dijk. Einfach bester Mann. Ich hatte mir auch schon überlegt, Van Dijk hier für mein normales Team zu kaufen. Also für Ultimate Team. Aber. Der ist halt natürlich sehr teuer, das ist das Problem, Leute, das ist das Problem. Ich habe bis jetzt 40.000 auf jeden Fall. Ich muss auch nochmal gucken, wie viel der wert, also beziehungsweise wie viel der kostet. Aber wenn ich Van Dijk habe, wäre natürlich nochmal ganz andere Nummer, ne? Ganz andere Nummer. Boah, schlechte Flanke, wobei doch. Casemiro, ich will einen Schuss sehen. Yo! Fast perfekt drin. Aber natürlich auch noch fast. Das Problem. Yo, sorry. Okay, Leute. Mit Mount. Was war das für ein Voice Crack? Okay, Leute. Mit Mount wollte ich auf jeden Fall sagen. Aber Mount macht auch gute Ecken, Leute. Macht auch gute Ecken. Okay, weiter geht's. Ich bin sehr gespannt, was hier jetzt noch passiert. Sehr starke Verteidigung hier. Ah, was war? War faul? Ja, okay. Ich glaube, war faul. Okay, weiter geht's. Schade. Jawohl, schöner Trick. Hier auf die... Ja, zu spät gespielt, Leute. Aber kein Problem. Ja, komm schon, den stoppe ich. Nein, falsch. Jawohl, Van Dijk. Van Dijk. Aber wirklich jetzt, ich habe im Gefühl, dass Van Dijk wirklich von der Abwehr ungefähr 60% macht. Ja, okay, jetzt wurde er ein bisschen hops genommen. Oh, das war mehr Glück als Verstand. Puh, dass der nicht reingegangen ist. Van Dijk, was machst du da? Ja, stark. Stark, Leute. Leute. Neues Wort erfunden auf einmal. Okay. Jetzt schicken. Ja, war ein bisschen optimistisch. Okay, Leute, war ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, ich hätte noch ein paar Meter laufen müssen. Aber trotzdem gute Chance, Leute. Kommt schon. Jetzt. Ja, Bernardo Silva läuft doch. Ja. Okay. Touré! Oh, schade, Leute, schade. Aber hat einen guten Schuss, Leute. Das muss man dazu sagen. Also wirklich, die meisten Spieler hier in dieser Mannschaft haben einen sehr, sehr guten Schuss. Muss ich mir überlegen hier, ob ich den nicht hier kaufe. Das ist das Problem, aber brauche ich viel Geld. Van Dijk zweimal jetzt wieder geblockt. Also das ist wirklich sehr, sehr stark hier. Sehr, sehr gute Leistung. Guck gleich mal, wie viel Leistung der in dem Spiel hier heute gebracht hat. 14 Minuten noch, Leute. 14 Minuten. Ja, stark. Sehr, sehr gutes Gameplay. Jetzt nochmal rein. Oh, gar nein. Ich hätte auf die andere Seite spielen müssen. Ah, schade. Okay. Okay. Mount, ich will ein Tor von Mount sehen. Ich will den Heber sehen. Der Heber! Von Mount! Jawohl, Leute! So und nicht anders. Der 84er Schuss. 84er Schuss, erstmal Heber machen, Leute. Ja, tut mir leid. Touré, ich glaube, das war... Nee, Eto'o. Oh. Okay, Leute, weiter geht's. Ah, schöner Pass. Oh.
Eto'o, was war das für ein Pass? Erklär mir das mal, was war das für ein Pass? Martinez, einfach Glanzparade. Boah. Wunderschöne Parade. Okay. Stark Van Dijk wieder einmal. Der Macher. Und jetzt. Ja! War zwar kein schönes Tor, war eher ein ziemlich hässliches Tor. Aber naja, Bernardo Silva war das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Bernardo Silva. Naja, Bernardo Silva. Oh, 92er Bernardo Silva. Woo! Der knallt richtig rein. 83er Schuss nur. Ich frag mich, die haben so eine hohe Bewertung, aber 83er Schuss, 84er Schuss, was ist das? Also jetzt mal ganz ehrlich. Der Gegner einen Verletzten, GG auf jeden Fall. Wow, was ein Strahl, Leute. Was ein Strahl. Aber schade. Ah, komm ich da dran? Was ist? Ah, okay. Weil der Schiri so gezeigt hat, dachte ich, Elfmeter. Das wäre schön gewesen. Jetzt wird's. Ja. Der steht einfach im Weg. Er steht einfach im Weg. Wie so eine Mauer. Die chinesische Mauer auf jeden Fall. Okay. Ja. Yeah. Perfekter Pass, Leute. Gameplay. 10 von 10. Okay, weiter geht's. Okay. Wir haben gewonnen, Leute. Das war's auf jeden Fall mit dem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann ist gerne ein Daumen nach oben da und ein Abo. Und damit würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Video.